Hallöchen und herzlich willkommen. Oder sollte ich lieber sagen, welcome stranger. Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt hier auf meinem Kanal, nämlich Resident Evil 4. Ich darf wieder euer Conker Stealthy Fox sein und begrüße euch recht herzlich zu diesem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Ja, Resident Evil 4 könnte man eigentlich schon fast Resident Evil 4 Classic nennen, denn das Remake steht ja auch schon in den Startlöchern und da freue ich mich auch mega drauf. Gibt ja hier und da doch werden ein paar Änderungen sein, glaube ich, auf jeden Fall. Die Parts mit Ashley sind anders als hier, aber das können wir dann definitiv gut herausfinden, wenn wir denn beides Let's Playen. Deswegen würde ich sagen, starten wir hier in dieses wunderschöne Spiel, was eigentlich auch schon das dritte Mal auf der GameCube, PlayStation 2 und Xbox One wie PlayStation 4, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es das auch auf der 360 und auf der 3 gab. Das PlayStation 3 weiß ich nicht. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Auf jeden Fall bin ich mega ein Hype. Ich habe das damals super gern gespielt. Auch verschiedene Waffen mit bis ans Ende nehmen. Dazu komme ich aber später noch. Erstmal würde ich sagen, viel Spaß mit dem neuen Let's Play. Los geht's. Resident Evil 4. 1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. But then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? It's freezing. So cold all of us are in. Must be my imagination. Sorry it took so long.
Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. Yeah, we'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. So, nun beginnt unser Abenteuer. Ja, der gute Leon S. Kennedy ist ja im Grunde genommen sein zweiter großer Einsatz. Erst als kleiner Polizist oder als, ja, Polizistenanwärter. Und jetzt muss er schon die Präsidententochter retten. Und ich habe hier zwei sehr motivierte Kompagnons dabei. Mal gucken, was die noch zu sagen haben. Forget your makeup or something? Naja, Make-up? Ich würde mal eher sagen, ne? Ich verpasse euch gleich das sogenannte Knöllchen, ja. Das Karma wird euch einholen, Freunde. Das sage ich euch jetzt schon mal. Aber ich will mal nicht so viel vorwegnehmen. Gut, schauen wir uns um. Vielleicht bekommen wir ein paar Informationen. Wir sollen ja eigentlich Richtung Dorf. So, leider ist das durch diesen Truck versperrt. Vielleicht kann mir der, ja, Förster oder der hier wohnt, mir weiterhelfen, dass er mal seinen Truck da aus dem Weg nimmt. Hallo? Ich hätte da mal eine Frage. Excuse me. Sir? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Freeze! I said freeze! Legen Sie die Axt weg, Mister! Okay, ich habe sie gewarnt. Wenn ich hören will, muss fühlen. Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Alles klar. Damit haben wir grünes Licht bekommen. Ja, da liegt er. Er ist kein Zombie. Ja, stimmt. Leon hat ja Erfahrung mit Zombies. Schauen wir uns hier um. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Goodies, die wir abgrabbeln können. Okay, da möchte ich jetzt nicht reingrabbeln, aber anscheinend haben sie viele Menschen getötet. Ich hoffe, Ashley geht's gut. Ja, das hoffe ich auch. Da hängt unsere Mission von ab. Ja, schnelle Rückwärtsdrehung kann ich auch. Stehen sie schon. Wie viele sind das denn? Zwei? Ja, da werde ich ja locker mit fertig. Und der LKW ist aus dem Weg. So, Pistolenmunition. Da können wir theoretisch einfach mal in den Koffer gucken und schon mal ein bisschen sortieren, ja? Noch ist das nicht so viel, aber das wird nachher ein bisschen mehr management-technisch. So, springe ich jetzt da raus, springe ich den doch bestimmt voll in die Arme. Okay, risk no fun.
Was für Pesos? Patz. Ja, sehr schön. Man soll den ja eigentlich in den Kopf schießen für mehr Schaden, aber... Ich mein... Was? Bastard? Dreckschwein. Okay, das wäre schon mal das. Grünes Kraut. Ja, sehr gut, nehme ich. Der hat nichts fallen lassen. Gucke ich mal, ob meine Freunde überlebt haben. Die wurden nicht angegriffen. Okay, die Brücke ist eingestürzt. Tja, ich glaube, da werdet ihr sicherlich euer Knöllchen bekommen, wenn ihr da so parkt. Na gut, selber schuld. Ihr hättet mitkommen können. Dann wäre euch das nicht passiert. Habe ich nicht eigentlich auch ein Messer, sag mal? Ah, genau, hier ist mein Messer, genau. Gold, sehr cool. Das wird noch wichtig. Viel Gold sammeln. Das wird auch sehr wichtig. Schönes, großes Kampfmesser. Kann man aber echt cool, ne? Zack, zack. Funktioniert wunderbar, wenn die dann auf dem Boden liegen, dann so, zack. So, irgendwas wimmert hier. Da kümmern wir uns auch gleich drum. Ach ja, jetzt kommt wieder diese Geschichte, wo ich sicherheitshalber immer zweimal den Schnitt mache, weil wegen, da können ja auch Schlangen drin sein. So, Gold in the Tash macht mich froh und glücklich. Wir können jetzt auch die Raben abschießen, ich kann es ja einfach mal machen. Das bringt auch Geld in den meisten Fällen. Oder wie Handgranaten, es geht auch. Kann man gut gebrauchen auf jeden Fall so. Ein Hund. Dem helfen wir doch natürlich. Dann mal zu, Kleiner. Bloß in Sicherheit, die sind nur Verrückte. Da ist schon die nächste Bärenfalle über meine Lebensenergie, wenn ihr die sehen könnt. Aber die deaktivieren wir gleich mal. Ja, viele sagen, dieser Hund ist von Haunting Ground. Kann ich jetzt nicht so sagen, ob das so stimmt. Er sieht zumindest so aus. So. Auf dem Wegweiser steht Pueblo. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht irgendwo dumm reintrete. Da habe ich nämlich... Guck mal, das geht nicht. Ich kann nur hoch, runter, links und rechts. Ich kann nicht runter und schräg gucken. Ja, hier, Dynamit, ey. Alles klar, hier sind die definitiv ein bisschen paranoid, die Leute. Was? Unfallastero? Ja, komm her. Ich zeig dir gleich einen Unfall. Am besten läufst du hier. Ja, ja, nein, nein, nein. Immer Mist, Forke. Schade, ich wollte ihn eigentlich da reintreten. Ob das klappt? Ich nehme jetzt auch nicht so viel Wert darauf, dass ich hier so einen perfekten Run mache mit Trefferquote und sowas. Ja, ich glaube, mit dem Stick werde ich mich nicht so umgucken. Ich werde das wahrscheinlich eher so machen. Guck mal, da hinten stehen auch schon zwei, aber die lasse ich erstmal. War hier nicht auch einer drinne? Ja, aber der ist nicht mehr, oder die... Die ist definitiv nicht mehr ganz frisch. Ich weiß zwar nicht, warum die ihre eigenen Leute hier aufhängen. Das sieht auch schon bösartig aus. Prüfen. Sexuelle Diskriminierung gibt es hier wohl nicht. Was? Sexuelle Diskriminierung gibt es hier wohl nicht?
Ist das richtig? Ich muss sie schnell finden. Ich glaube, das klingt falsch oder ich verstehe es halt nicht so richtig. Sehr gut. Ach, Schmutz. So, lässt hier mir auch was liegen? Gold. Ja, ich muss mich auch dran gewöhnen, dass ich die Cutscenes nicht in Ruhe so abwarte, weil man muss tatsächlich auch... Ja, die kann ich nicht treffen. Boah, Leon wackelt doch nicht so. Der wackelt ganz schön. Dafür, dass er, wie in der Cutscene erwähnt, eine krasse Ausbildung hat. Na, kommst du raus? Du musst mich doch schon gesehen haben, oder nicht? Aber ich hab dich gesehen. Kann ich dich nicht weg... snipen? Doch. Oh, das war knapp. Ich wollte dich eigentlich treten, nur. Penner. Sehr gut. Außen Leben getreten. So, ich komme aber auch langsam wieder ein bisschen rein. Das ist schon mal sehr vorteilhaft. Ein bisschen anders als Resident Evil 2, so vom Flow her. Leon, how you holding up? Bad question, Hunnigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it, thanks. Spielanleitung 2. Wir haben das erste auch nicht gelesen, also lesen wir das auch nicht. Ah, jetzt kommt die Stelle. Gucken. So. Okay, da haben wir schon mal ein Symbol, was sehr verdächtig ist. Und da haben wir den zweiten Kompagnon. Der erste wird wahrscheinlich runtergeschmiert sein und der konnte sich noch retten. Das ist, glaube ich, der Beifahrer, wenn mich nicht alles täuscht. Ich finde den Zoom auch ein bisschen doll. Aber ihr seht selbst, die sind also nicht ganz doof. Also die haben noch ihr eigenes Leben so. Also die, wie soll ich sagen, die gehen ihr Handwerk nach. Einfache Bauernleute, könnte man sagen. Und hier kann man auch denen so ein bisschen aus dem Weg gehen. Man kann sich hier also ein bisschen umgucken, bevor man dann nachher den Zorn der Dorfbewohner auf sich zieht. Weil die sind Fremden gegenüber nicht gut gesonnen. Ja, shit, man hat mich schon gesehen. Egal. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich... Ist eine dumme Ausgangssituation. Kurz rausspringen. Irgendwo schnell in Sicherheit bringen. Am besten wir gehen in dieses Haus. Kettensäge, genau. Und damit habe ich mir das ein bisschen schwerer gemacht. Ich weiß gar nicht, El Diablo Saint-Jean. Erstmal das Gewehr nehmen. Oh, das als allererstes. Und tschüss, Leute. Ja, die Shotgun. Da muss ich jetzt ein bisschen umdisponieren. Damit das alles auch passt. Ich habe viel Heilung, das ist schon mal sehr gut. So.
Gut, dann wollen wir doch einfach mal. Da kommt der Mob. Eigentlich wollte ich nicht die Karte. Ich wollte ganz schnell mal eine Granate nehmen. So, hier. Bitteschön. Yeah! Kommen Sie, ey. Keine Sorge. Tot sind die noch lange nicht. Runter. Oh, oh. Die beißen lassen muss ich mich auch nicht von denen. Gibt leider keine Schnellfunktion. Deswegen muss ich das immer so machen. Schnell mal nachladen. Ah, der Kettensägen-Typ ist schon Mist. Das hört sich so an, als wenn die so dicht hinter mir sind. Das sind ein paar viele. Wird doch Zeit für die Shotgun. Dafür habe ich sie mir auch geholt. So, El Diablo, ich weiß halt nicht. Der hat auch einen anderen Namen. Dr. Salvatore oder so heißt der Typ. So, hier kommt er ja erstmal sowieso nicht rein. Das finde ich schon mal ganz gut. Oh, tschüss. Kommt da. Bist du tot? Nee, ist er nicht, ey. Schnell raus. Tschüss. Muss er nicht gleich den Kopf verlieren. So, und jetzt erstmal schnell Heilung. Nein! Erstmal aus dem Leben ballern. Das ist doch gar nicht so einfach, wie ich mir vorgestellt hatte. Ich hab das leichter in Erinnerung. Guck mal, hier kann man sogar Kraut kombinieren. Ich glaube, ein Mega-Special-Kraut gibt es hier, genau. Wenn man das nämlich kombiniert, dann kriegt man nämlich auch Lebensenergie. Also das ist wie so ein Herzteil, könnte man sagen. Natürlich ein bisschen in Bewegung bleiben. Oh, la campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Lord Sattler. Where's everyone going? Bingo? Hunnigan, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Okay, heilen wir unsere Wunden. Und laden unsere Waffen nach.
Ja, sonst könnte man jetzt hier easygoing die Waffen auf dem Steuerkreuz wechseln, aber das geht hier nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich den Salvador-Typ jetzt tot gekriegt habe, weil eigentlich ist das hier nur aushalten. Ab einem bestimmten Kill-Count könnte man sagen, läutet dann irgendwann die Glocke und dann, ja, gehen die zum Bingo? Ich weiß es nicht. Ja. Wenn der Pastor läutet, gehen sie zum Gebet, könnte man sagen. So, hier ist auch nochmal Shotgun-Munition. Hier gehe ich zwar ungern hoch, wenn es dazu kommt, dass die Gegner alle unten sind, weil dann werfen die nämlich mit Mollys hier nach oben. Und das ist halt auch nicht so geil. Dementsprechend sollte man da erst später hoch. Was? Nehmen? Oh ja, sehr gut. Das kann ich alles gebrauchen. Ne, wir haben ihn nicht getötet, sonst würde da jetzt ein Haufen Gold liegen. Schade. Ich hätte mich mehr mit dem befassen sollen. Mit dem Shotgun-Typen. Der ist... Er macht One-Hit-Kill. Das ist das Einzige, wo man ein bisschen Respekt vorhaben muss. Ansonsten, wenn man die Shotgun hat, ist das eigentlich relativ easy, das Ganze zu vermeiden, dass man den Kopf verliert. So, wenn man Hühner jagt, dann gibt es eine gewisse Chance auf Eier. Das goldene Ei ist natürlich auch schön wertvoll. Ah, guck mal, hätte es noch eine Brandgranate gegeben. Auch sehr gut. Prüfen. Aus dem Kessel steigt ein unangenehmer Geruch. Riecht nicht gerade nach einem erfrischenden Getränk. Ja, scheint bestimmt abgestanden zu sein. Bestimmt so saure Milch oder sowas. So, hier ein rotes Kraut können wir eigentlich gleich mal kombinieren. So. Noch ein gelbes und dann haben wir zwei von den Superheilungsdingern. Nochmal im Haus umgucken. Stimmt, hier auf dem Dach war ja auch noch ein Spinell oder wie die. Genau. Spinell. Davon gibt es nachher auch so viele Dinger, die man abschießen kann. Habe ich aber auch früher am Anfang habe ich das noch gemacht, aber später ist das nachher mit Munitionsknappheit vielleicht nicht so geil, wenn man die alle abschießt. Hey, man hätte hier noch hier den Schrank davor schieben können, aber die sind hier gar nicht eingebrochen. Die sind alle oben durch die Fenster gekommen, was eigentlich gar nicht so verkehrt war. So hat man die ein bisschen in Schach halten können. Ich hätte auch hier eiskalt die aus der Schießscharte abschießen können. Kann ich den eigentlich wieder zurückschieben? Ja. Können wir die Tür hier mal aufmachen? Da drüben ist noch ein Gebäude, wo ich nicht drin war. Dann haben wir alles. Bin ich der Meinung. Hier hätte man sich auch einsperren können. Aber hier hast du natürlich das Pech, hier kommst halt nicht mehr raus, ne? Oder nur schwer. So, sonst noch irgendwas? Ich finde fast die Schulterperspektive mir ein bisschen zu nah. Aber das ist, wenn man halt andere Sachen gewöhnt ist, ne? Ich glaube, Resident Evil 2 müsste sie ein Stück weiter nach hinten gezogen sein. Natürlich nichts. Ich gewöhne mich da bestimmt wieder schnell dran. Ist halt am Anfang ein bisschen ungewohnt. So, Pistolenmunition. Aufruf zur Wachsamkeit. Guck mal, da wurden wir schon fotografiert. Vor kurzem hieß es, ein Mitglied der US-Regierung sei hier im Dorf, um Nachforschung anzustellen. Sorgt dafür, dass er unseren Gast nicht kontaktiert. Falls ihr es nicht wisst, unser Gast ist in einem Haus hinter dem Bauernhof. Sobald wir soweit sind, bringen wir ihn nach
bringen wir ihn an einen sicheren Ort im Tal. Dort bleibt er bis auf Weiteres. Passt bis dahin auf, dass der Ami nicht in seine Nähe kommt. Wir wissen nicht, wie die US-Regierung von unserem Dorf erfahren hat, aber wir finden es heraus. Ich glaube jedoch, dass sein Eindringen zum jetzigen Zeitpunkt kein Zufall ist. Sicher ist noch jemand anderes als die US-Regierung in der Sache verwickelt. Männer, bleibt wachsam. Bürgermeister Britores Mendes. Britores Mendes. Ja, mit Namen und da ist also vor allen Dingen spanische Namen und es nagelt mich nicht fest, wenn da falsche Aussprache bei ist, aber nehmt's einfach so hin. So. Auch schon wieder Bauernhof-Action. Hier können wir wieder speichern. Und was brauchen wir nicht? Wir werden sowieso, glaube ich... Ah, guck mal, das ist schon mal ein Ei. Ich weiß bloß nicht, welches. Weiß, Braun und Gold gibt es. So, prüfen. Mann, das stinkt. Maden- und Jauchegrube. Ja, super. Das können wir holen. Mache ich aber erst ein bisschen später. Erstmal gucken, dass ich die Leute hier weg eliminiere. Ich wollte eigentlich nicht lachen, sondern ich wollte eigentlich treten. Und dann schlitzen. Haben die anderen das schon mitgekriegt? Komm doch. So, hier liegen schön viele Eier. Braunes Hühnerei. Weggegammelt. Prüfen. Hier ist nur stinkende Jauche. Ja, ist ein bisschen wie die Baker Farm, ne? Ist schon ein bisschen hart eklig. Oh. Ich fasse es nicht. Da sind lauter Leichen. Das sind alles ehemalige Dorfbewohner, die wahrscheinlich hier einen Unfall erlitten haben. Wer weiß, was die... Die bringen sich ja nicht gegenseitig um, oder? Prüfen. Hier ist ein Fass, ich könnte es zerstören. Ja. Bringen die sich gegenseitig um? Ich weiß, dass die eine gewisse Hierarchie haben, ja. Weil die nicht ganz doof sind. Was hängt jetzt hier? Nehmen. Blaue Medaillen. 15 blaue Medaillen. 7 auf dem Bauernhof, 8 auf dem Friedhof. Diejenigen unter euch, die 10 oder mehr zerstören, werden belohnt. Der Rest ist unlesbar. Naja gut, dann gehen wir auf Medaillenjagd. Eine von 15. Nehmen. Perlenanhänger. Ach, kommt hier der Kartoffelbauer. Sehr gut. Das ist auch immer ein bisschen risky. Wenn die denn plötzlich schneller aufstehen. Hier ist noch einer, ich höre dich doch. Wo bist du denn? Bestimmt oben. Der kann gerne mal runterkommen, dann können wir uns besser kennenlernen. Ach, der hat das noch gar nicht mitgekriegt, na dann. Einfach Brandgranate hochschmeißen. Ja, das wäre Verschwendung. Was? Boah, der erste Schuss sollte eigentlich auf das Beil gehen. Ach komm, jetzt hat er das doch mitgekriegt, oder? Nö, der ist immer noch fleißig am Heuhaken. Ihr kriegt euch mal ein, die komischen Hühner, ey.
Eigentlich wollte ich loslassen, weil wenn du hier A drückst, dann lädt er halt nach, so. Und A ist aber auch gleich Rennen, ne? Wie ihr seht. Kann ich hier schon runter? Der Bierstein. Genau so, und jetzt kann man hier rein. Wichtiger Gegenstand, der Bierstein. Da kann man noch ein bisschen was mit anfangen. So, wir looten jetzt hier noch. Looten und leveln. Das ist das, was ich will. Ja, wir müssen ja noch die Medaillons abschießen. Das machen wir jetzt noch und dann sollte es für den heutigen Part auch erstmal reichen. Da hängt auch eins dran, ich weiß das. Da. Wenn er nicht so wackeln würde, ne? Das ist anders wild. Das war vorher, glaube ich, nicht so doll. Guck mal, wie der zittert. So, tick, 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 tick. Ganz merkwürdig. Das ist doch nicht normal. Also ich meine, ich denke mal, dass der hat vorher mal so hin und her, aber doch nicht so ganz komisch. So richtig komisch. Naja, ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, ob das so ist oder ob meine Erinnerung mich trügt, ob das früher auch so war. Na? Oh, sag mal. Das kann nicht wahr sein. So. Jetzt müsste ich sie, glaube ich, alle haben. War mir doch so, ne? Warte mal. Ne, da sind noch zwei. Gehe ich da kurz rüber. Da sind doch wieder Kisten. Für die vielen verschossenen Kugeln. Nur für das Medaillon kann man das einfach mal machen. Genau da. Sehr gut. Und das andere ist, ah, nee, ja, doch, ich weiß wieder, wo das ist. Ja, doch, 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 doch. Da oben. So. Jetzt müsste ich aber alle haben. Na dann, würde ich sagen, erstmal sollte das für den ersten Part das gewesen sein. Ich freue mich auf den nächsten Part. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ja, danke für Kommentare, Feedback und Likes. Dementsprechend im nächsten Part geht's weiter hier mit den ach so netten Dorfbewohnern und unserem Freund Leon S. Kennedy. Bis dahin, danke fürs Einschalten und ciao, ciao.